Okay, we're here to introduce today Laia Costa. She's the protagonist of Sebastian Schipper's new feature film, Victoria. That's the name of your character, Victoria. Yeah. And there is something really special about that film. It created a big buzz at the Berlinale this year, mm-hmm. and the director of photography, he won an award, mm-hmm. I think. Already, it's going to start in June, and should we call it a one-take wonder? Because it's just one take, so there's no cut in the whole film for more than 2 hours. Two hours and a half. Yes. And it's not only, you know, playing inside, it's playing in Berlin. In many different locations. So you have 22, I think. 22 locations. Yes. So you had to move a lot. Yes. In these 2 hours. And here we are at the place where it all starts. Yeah. It starts in a club, mm-hmm. in a techno club, house club, whatever. Yes. And this is the door yes. of the club. But as we see, it's closed. Yeah, it's broad daylight. Yes. So it should be closed. But the secret behind it is that this club doesn't really exist, does it? Does not exist. This club? Yeah. No, here it's nothing inside. I mean, These days we are doing a lot of interviews and we are going to the locations, and for me they don't seem the locations we were during the shooting film. Mm-hmm. So they are like completely different. I mean, everything inside the movie is faked now. It's like, that's not the club anymore. Mm-hmm. When I was looking here, I was like, where are all these people dancing now? Film is illusion. Yeah, of course. Sure. Even as an actress you learn it. Yeah. Every day, but the first scene, I remember you dancing in this club. Victoria's dancing, yeah. and she's doing this thing with her ponytail yes. all the time. Yes. She seems to be, I don't know, she's a little bit bored already. Is that no? I think she's sweat. Uh huh. She's complete. Actually, when we were shooting this, I was asking, can we start dancing now? And we were dancing for a couple of minutes or 5 minutes before the film was really starting. Mm-hmm. So I was like really 10 minutes dancing all the time until Sturla, the cameraman, mm-hmm. just came to me. Okay, so you were in mood already. Yeah, we were just in a club dancing and I was completely sweat. That's why I'm all the time like trying to put my hair like this, because mm-hmm. I was feeling really warm inside. Mm-hmm. But then you trying to pay the barkeeper a drink, yes. but he doesn't want. Yeah. And I say you, but I mean Victoria. Yeah. And she leaves the club. We can leave it now, maybe. Yes. The trick behind this interview is that our cameraman, Obi, is trying to film it in one take also. Let's see if this works or if he falls down the roof later. I hope not. And then Victoria, on the way out, meets some guys, you know? Actually, she meets the guys here. On the stairs already. Well, inside a little bit. Oh yeah, okay. And then they say hello, but they lose each other. Yeah, right. Exactly. And she seems kind of, you know, a little bit interested because they are freaky, you know, they seem interesting. Yeah, and they're nice and they talk to her. Yeah. And they have a car outside. Very they have nice a car. Yes. And so they're going to go home together. Victoria is with her bike. Mm-hmm. And the boys, what are their names again? It's Sonne. Sonne, Blinka. Fuss. And Boxer. Yeah, and they join Victoria on her way. She's not actually heading home. No. She wants to go to a cafe yes. because she's working there yeah. and has to open it at seven. So the whole story plays in this area here around yes. Dawn. It's dawning. It's yes. morning is coming. You know, the sun is rising, and they're all heading. Heading towards this place. Yeah. And, but, you know, the
I knew it when I saw the film. Of course, I knew that. Shall we go this way? Yes, because we were crossing the track. Yeah, we make it difficult for them. Yeah, well, now it's very crowded here with a lot of cars, but at 4 a.m. in the morning, it was completely empty. But was there a lot of, you know, was the whole area locked, roped off, locked so that no one could enter, or was it just because of the time of the day? I think it's because of the time. Mm-hmm. I mean, it was 4 a.m. maybe Wednesday, so no one was here. Actually, I think they didn't lock anything, yes. In the film, mm-hmm. we could be next to real life all the time. I mean, some neighborhoods in the roof, they were opening like, what the fuck are you doing at 5 a.m. in the morning? Are you talking? I'm more asleep. Really? Yeah, of course. But you don't hear it in the film. Because there's very big work of sound post-production inside the film. Mm-hmm. Yeah, they make a lot of work of the sound. So there's no cut? But there's post-production, the sound of is... Of course. Yeah. Actually, the director, Sebastian, was talking to us a lot during the film. Okay, did you have some... Did you have headphones? No. He was like kind of God. He was everywhere, but you couldn't see him. Liar! Yeah. You could hear, go, go! Just fucking go to the next location. Really? Or whatever. Yeah, of course. Don't talk so much. Don't kiss too long. No, but just a very direct directions, you know? Mm-hmm. Just when it's neat. But... Of course, I. You know, the tricky thing about it is when you watch Victoria, I think you forget about it for a while. You forget about what? That it's only one take. That it's such a special, you know, that the form is so special. Yes. But after a while, you remember it. Oh, I heard it. It's one take. I can't believe it. And then you think, wasn't she nervous? Because there's... Me? Yeah, because there's so much ahead of her, 2.5 hours of acting, and it's out in the streets, and anything can happen. Yeah. So weren't you nervous? Or let me put it in another way. Did you forget about the team around you? Absolutely. While we were doing the one take, mm-hmm. at least me, but I think the other actors happened the same, we completely forget about everyone and everything. I wasn't nervous because I was just living Victoria's life and I was just focused on her. Mm-hmm. And then I was not thinking even about the camera guy. Actually, I asked, can we maybe push the cameraman because we forget about him? Mm-hmm. And they say, yeah, you can do whatever you want. Really? Did you push him? I don't know, because I was not controlling it. I don't know, but you completely forget, because it's like we are here. I mean, we were like 5 actors here, mm-hmm. with a very small camera, the cameraman, mm-hmm. and nothing else. So I could never see the team, never. Okay. So it was very easy to just forget about the team. So how many people were around you all the time? How many? Just the actors, mm-hmm. and the camera, mm-hmm. and that's it. So just a small group moving? Yeah, very small group. Mm-hmm. Actually, you could pass here and see us and think, these crazy students, mm-hmm. film students or what stupid kind of, ones, I don't know. What kind of project is that? Yeah. Sneaking around at 4 a.m. Mm-hmm. with this cold weather. Was there any script? It was 12 pages. Can I show you a place you forgot? Yes. To visit during the film. That we forget? You forgot a place. Yeah? I mean, those guys are from Berlin, aren't they? All of them, and they're really proud of it. Yes. We are the Berlin guys. Yeah, they are. We know every corner, but they don't, because there is a nice one. We can go there. Are you gonna show me a new corner? New Berlin corner? Yeah. Okay, I have to talk to them then. I'm from Cologne. No, I just saw it and I thought we could go here, and so there wasn't too much dialogue. You had to learn. No, there was nothing. Mm-hmm. No dialogue at all. Everything is improvised. Yeah. But we were rehearsing a lot, so we knew the structure of the film. We knew the story, mm-hmm. and the characters, and the rest just comes. Okay, but so much can go wrong. I mean, you could
you know, just fall, or there are scenes, you know, there's one moment that there's a little romance. We can, I think we don't want to spoil anything, mm-hmm. but we can say there's a little romance between mm-hmm. Sonne mm-hmm. and Victoria, Sonne, one of the four boys. Mm. And there's one scene where they use the bike together, yes. and she's balancing, you know, behind him. Mm. And I thought, oh my God, it's after, I don't know, more than 1 hour, 1.5 hours, is that correct? It's sooner, I don't remember. Okay, but I thought, if they fall now, then did you have a plan B for situations like that? If we fall, the actors, yeah. it's fine, we fall. Okay, then you this film is prepared for mistakes. Mm-hmm. Mistakes are okay, you know? Mm-hmm. If I'm in the bike and I fall down, Victoria has fallen down the bike, it's fine. Mm-hmm. Yeah, funny thing is, it doesn't seem that there is any mistake in the whole film. That's the nice thing, because sometimes mistakes are all around us in life. Mistakes mm-hmm. are just here and here. Nothing is completely perfect. So when you see something like that, you can be easily recognize on these kind of stories, because they are not perfect and life's not perfect. That's true. So maybe we can see if we fall off the swing or if we can swing it. Okay. I haven't done that for a while. Do you? Yeah, it's fun. I mean, well, that's not really very dangerous compared to the film story, but it's cool. It depends on how high we swing. Yeah, of course. Yeah. The audience in Germany doesn't know you, I yes. think, because no, this I is your so. Your first big part in yes. a German film. Mm-hmm. You were born in Barcelona, is that right? Yes. Did you grow up there? Yes. Yeah? Yeah. How was it? Or how is it to come from Barcelona? For me, Barcelona is the most beautiful city in the world. Uh-huh. I really love my place. Mm-hmm. But I was surprised, because when I came here to Berlin, I fall completely in love with Berlin too. And I've always said I cannot live anywhere else but Barcelona. And when I was here, I was phoning my dad saying, I don't want to come back. I think I want to stay here longer. Mm-hmm. So it's nice. It's different cities, but I can feel my place in both of them. How long did you stay here for? 2 months. For Victoria, 2 months. Yeah, I arrived here in the beginning of March. And which year was it? Last year. Yes, last March. Mm-hmm. And I stayed here until May. And it was very nice, because the winter was not really cold. Mm-hmm. I was expecting bad weather. Yeah, but good weather came with me, so it was nice. You brought the sun to Berlin. Actually, I came yesterday, mm-hmm. and it was so warm here. Yeah, it is warm, I mean. Yeah, it's very good, it's fine, yeah. Mm-hmm. But how did you, when you come from Barcelona and you hadn't played a role in any German film before, yes. how did you get involved in all this Victoria project? Because Sebastian did a casting in Spain. Mm-hmm. So we met in Barcelona, because Lucy Lennox, she's an Irish casting director, and mm-hmm. she's based in Barcelona. Mm-hmm. So Sebastian phoned her to do the casting, mm-hmm. and then we met in Barcelona for the first time. That was in February, mm-hmm. just 1 month before starting the rehearsals. Mm-hmm. So it was his plan that Victoria should be from Spain? I think so. And when it comes to plans, what was your first thought? I mean, you have worked as an actress before. Mm-hmm. You've played in several films and Spanish TV mm-hmm. shows. Mm-hmm. What did you think when the director, you know, a well-known actor and director from Germany said, yeah, I want to do a film in one take and it might take more than 2 hours or so. What did you think? Well, I knew it was one take. I didn't know it was 2.5 hours. But I thought it was an amazing experience to do. Mm-hmm. And we had a lot of time to work on it. Mm-hmm. So it was fine. It was easy. It was I was involved easily, because the team is just amazing. And the guys are amazing. And we were like a little family mm-hmm. doing this little crazy project. Yeah. And everything was fine. We got the energy all focused on that, so
It was very easy to get involved in it. Did you rehearse this one take? Yes. In a hole? Yes, yes. We rehearsed. For how many times did you do that? Maybe 2 months. I mean, we from the first rehearsal to the last one take, we spent 2 months. So there are 3 one takes. The rest of the time, the weeks, we were rehearsing to find out the characters, the roles, to find out what's working, what's not working on. That's a very good point of this film, that it's like Shipa has worked on it like an artisan, you know, like I don't want to write something thinking that's going to be fine and then do it, shooting it and see later it's not working. So let's rehearse, let me see if it's working, if it's not. Next day we're going to rehearse again and try new things on the same context. I think it makes the film more intense. I think so too. It's got it's got some kind of intensity. But talking about the characters and maybe we can just go. Are your batteries still? Yeah. Do you have energy? Talking about the character, there's one scene when Zona and Victoria they are together in this cafe at one point of the night. Yes. And then Victoria tells him his story, and to cut a longer story short, she practiced a certain form of art for a lot of years, and she was told that she was not good enough, and so she is. It's a little bit like an escape to Berlin. We were or a new beginning for her. Yeah, of course. That's I thought I don't know. Did you? She always also tells him that she made the experience that she went to a conservatory and that the other others there weren't her friends. But that you don't have to say it all. But did you in any time at any point of your own career as an artist, as an actress, did you experience something like she did? No, of course not. No? Never. No. I think to try to be a pianist and to go to the conservatory. I think classical music careers are very tough ones. It's very hard. I mean, for Victoria, I saw a lot of documentaries about these little children that they play crazy piano songs when they are 5 years old, and they have a very hard schedule on their life. Okay. You know, they are playing the piano like 7 hours a day, and they are kind of crazy ones. Little, they are like little children that they are old already. You know, it's a very hard way to follow. So she has been following the rules. Her family rules, the piano conservatory rules, and at one point she realizes she's fucked up. I mean, she realizes I'm following the rules and I'm not happy, and I have nothing. So what I have to do now? So she tries to goes to Berlin and tries to break with her background. But during the film we were working a lot on the background. In the film, they don't explain. For example, the piano scene is the only scene where you can find out a little bit about Victoria. But we were working a lot on the background, a lot with Sebastian. Yeah. So I think somehow the film, also the guys, all the roles. So I can feel that in the film, even you don't know where they come from, and they don't say what they think about life and stuff, you can feel the subtext. You can feel some things on the ground that make them be like they are, how they are. So when she met these guys with no rules, she says, you know, why not? Yeah. I mean, it's. I think the whole film is about a night that changes your whole life, maybe. Yeah. And maybe we experienced that all at one point. I think if you have been young, you have experienced. I'm still young.
I was not talking about you, but about everyone. Yeah. But also you can also feel it. Yeah, I know what you mean. Okay, shall we go? Yeah. Yeah, I told you I came from Cologne. This night I didn't sleep. I took the plane, and there's apart from you and the boys, there is an object that plays a big part in the film. You know what I'm talking about? No. There's a thing, and I found something on my what is it? On my way to To the location. Yeah. This is the drugstore bag, isn't it? Where the, you know. Ah, okay. I think so. Well, I don't remember. I think so, yeah. Yeah, it is, I think. I found it. It's exactly the same? Yeah. Have you checked it? You want to see? Yeah. No, I can't. I will show you later. Okay. But I think... But there's something inside? Yeah, there is something. Show me. No, later. Okay. At the end of the... It's a showdown, you know? Okay. Of our one take... One take wonder film... Very nice. About Victoria. So, we're still on the exact route of this night. Mm-hmm. I still wonder, how did you prepare for this? More like, you know, the night before the final shooting day. Did you prepare more like Rocky Balboa or more like the Dalai Lama? You know, did you concentrate? Or did you? No, the night before. No, I cannot even remember what I was doing the night before. Really? Yeah, of course. I mean, the 10 minutes before the one take is when you take care of. Oh, It's like being excited and afraid at the same time. Uh-huh. But the day before, not really. It was like fine. I was so nervous before this interview. Really? For days already. Yes. So. Well, I don't know. But I'm not a good actor, I think. No, but maybe if you'd been rehearsing for 2 months for this interview, you could be just calm. Right. What do you think? I'm rehearsing since more than 10 years, I think. You always do your interviews in one shot? No! So you were not rehearsing then? That's right. So, I think you took this way. Yes. And... Here it's a crucial moment when they say, do you want to have a beer with all us? Right. All right, yeah. And she could say, no. Why? We talked about it, but to be honest, when I saw it two times. The film? Yeah, I saw the film two times, and when I saw it for the first time, I thought, don't go with them. And why? The other moment, I thought, why not? You know, of course. It always changed. I don't know, because I'm such a boring bourgeois kind of guy, and I didn't want anything horrible to happen. Yeah. I don't know. I just had the impulse to think, leave them. But I, of course, I knew that this would be the film. Yeah. Yes. Imagine if Victoria says, no, I want to go home. No film then. Yeah. I think Laia, I would say, no, thank you very much. I go home. But Victoria she needs that. She's waiting for something like this. Mm-hmm. You know, when she sees these guys, yeah, she can discover a little bit of herself on them. Mm-hmm. So, of course, she needs to just go and mm-hmm. have fun and have friends and not following the rules anymore, like they are doing, and ask herself why not. And this is the moment where she starts to have fun, isn't it? Yes, exactly. And they are so nice. The guys are so nice. Yes, they are quite entertaining. Yeah, of course. Yes, yes. They show her drinking games. And yeah. The other thing is that I still had the feeling that she's somehow in control of the situation. Because control? Yeah, because Victoria is a very strong person. Yeah, she is. Yeah. She's not the, you know, you don't think she will be the victim of something. I don't think. Yeah, she's still in control. She's still a very powerful young person. I think woman. She's enjoying, she's discovering these guys. Mm-hmm. When they are hanging out and they are nice and they are making her laugh and
she's just enjoying the time as young people and not young people do, you know, it's hanging out. And how old is she? 20 something. Mm-hmm. Actually, I think it was not written, but it's all they are 20 something. Yeah. And this is the shop, yes. And Sonne says that it's his shop. Yes. And they are lucky because the owner is asleep. Yes. We don't say what they do. Okay. Should we enter? Yeah, should we could buy something. Do you want something? Yeah, maybe. Yeah, okay. We can steal it if you want. They're stealing in the film, they're stealing. We're not stealing. No. I never stole something. Really? Hi. How are you? So, what do you want? What do you want? I want water. I'm thirsty. Yeah, water is good. You want one? Yeah. See? Hey. Okay. I will pay. My boss will pay that. Matthias, you will pay. Yep. Thank you. Danke. Ciao. You paid because you're following the rules. Oh, fuck, yeah, I said. You're not a really Berliner guy. I'm from Cologne. Yeah. I can't hide that. You need one night like Victoria's night, you know that, right? Mm-hmm. Have you ever been to Cologne? No. No. So Berlin's the only German town you have been? Yes. Okay. Yes. And I think we're going to the place where Victoria works. Okay. Because we're going to meet Sebastian Schipper and Frederik Lau. Okay. We haven't talked so much about the other guys, the other actors. And I think, they're really brilliant. They're amazing, I think. It looks like a cast that is made for each other. It's right. So did you spend a lot of time? Yes, with them. Together, yeah. Of course. I think they are amazing. I think they are very, very talented actors. Mm-hmm. Very good professionals. And as my friends during the film, I was so happy to be with them because I was having really good fun time with them, and they are crazy ones, and it's kind of when I see them mm-hmm. later, or I don't know, I've been here and I wasn't here since February, and when I see them it's like, oh, you know, they mm-hmm. were really a team with me, and that was something I feel really thankful for it, mm-hmm. because I was here alone and it could be a nightmare if they are just stupid or whatever, you know? Yeah. But they all were so, so great people around me, mm-hmm. and then it was very easy to be inside there. And now when you heard, or when you saw that Victoria was such a big... I think we have to be like this. Oh, we have to change sides. Because the micro. The rules. Oh, fuck. Okay, let's... Hey, we break the rules. Okay, let's... We just break... I can talk we like break this. Break your fucking rules. Yeah, it's right. When you realized that it was such a big success at the Berlinale, how did you feel? Look, the beautiful thing of this film is that when we were shooting it, mm-hmm. no one was expecting what was going on later. Mm-hmm. So, and also for everyone is the first time on stage. Mm-hmm. And we were all together. At the festival. Yes. Uh-huh. And so, I don't know if that's true, but I have the feeling that when you do things without expecting nothing, just because you need to do it, mm-hmm. and you want to explain something in a different way, things are okay, things can go better than you thought they mm-hmm. they could. So that was the very nice thing. Now the film is all around with film festivals, mm-hmm. for example. Yeah. And the film has already won 7 prizes, mm-hmm. 7 awards. So for me, it's like 1 year ago, we were shooting here the film, just having fun
with no pressure, with no, yeah, we have to go to Berlinale, for example, mm-hmm. I don't know. And then we go, and then it's very, very nice because we can just enjoy it, mm-hmm. you know? Yeah. It's not big expectations, mm-hmm. and then you can really enjoy anything what's happening. And when you watch it yourself? Yeah. How do you feel about it? Do you sometimes think, oh my God, what could have happened? Or no, not really. No, when I saw the film. I mean, there are scenes that are, that's my, just my point of view, very touching. Yes. Some are really, you know, I said I saw it two times, and the audience always, you know, yeah. After the titles, you know, was like sitting there just. Yeah. Yeah, and I mean it's very intense to watch it. And how is it for you? Yeah, for me the first time I saw the film was in Berlinale, and for me it was like a new story because I couldn't really remember what I've said or what I've done. They want us to go there. Yeah, we have to the go. The director here. Says we have to. Yeah, and So I couldn't really remember what we were doing inside the film because when you are inside it, yeah, improvising, it's very hard later to remember exactly. So for me, it was the first time seeing the film, a new story actually, and I really, really enjoy it. I think it's something different and it's something new. And for me as audience, oh, I'm thankful to see something different. But at the end, there's a very emotional scene. Yes. I mean, very, very emotional. Yes. How did you do that? I mean, that's for me. That's a kind of magic because you know. Well, the film is full of magic. Mm-hmm. So it's part of the story. I don't know what to say to explain how do we do what we were doing inside the film. We were just doing it. Mm-hmm. We were rehearsing before, and then we were doing the one take, and everything was there. That's cool. And now I think Frederik and Sebastian, they were really yeah. made it. I've heard Freddy laughing. Is it still one take, Obi? Oh, Hey. Let's pretend it is. Let's pretend it is. Hey. Hi. Tag schön. Das ist ja ein Zufall. Was machen wir hier? Ja. Setzt euch, komm, setzt euch hin, setzt euch. Ist egal, oder? Jetzt haben wir viel, genau, viel über Victoria gesprochen schon natürlich. Eine gute Anschlussfrage wäre jetzt eigentlich, ich bin ja verkabelt, glaube ich. Nee, aber jetzt. Die gute Anschlussfrage wäre eigentlich, weil wir schon so. Ihr habt jetzt die ganze Zeit schön Englisch geredet, ne? Wir haben Englisch geredet. Ja, also genau 50-50 wie der Film. Ja. Schön die erste Hälfte Englisch. Genau, ich habe Laia extra gefragt, ob es ihr was ausmacht, wenn wir uns auf Deutsch unterhalten. So, well, we can do it in English too. I don't care. Aber was war das Erste? Also ich habe gelernt, dass du die ganze Zeit dabei warst. Du ja natürlich sowieso. Ich war auch die ganze Zeit dabei, ja. Genau, Frederik spielt Sonne, über den wir schon gesprochen haben. Frederik hat hier auch gerade schon seinen ersten Preis gewonnen. Erzähl, was für ein Preis? Das Mikro. Ja, das sieht ein bisschen... Es gibt doch einen Preis, der genauso aussieht, oder? Wir wollen ja auch mit dem Interview auch einen Preis gewinnen. Genau, ich hoffe, ihr... Wir wollen es euch nachmachen, genau. Was war das Erste? Du warst die ganze Zeit auch dabei. Wie ich gehört habe, hast du Anweisungen gegeben, wie sich das für einen Regisseur gehört. Was war das Erste, was du zu Laia gesagt hast, nachdem dieser eine Take, diese über zwei Stunden abgedreht waren? Kannst du dich daran noch erinnern? Daran kann ich mich noch erinnern, ist aber so ein bisschen prätentiös, aber trotzdem. Was denn? Ich glaube, ich habe gesagt, we own this bitch. Aber das war wirklich nach den 2-Stunden-Marathon, sagt man halt auch manchmal so ein bisschen überbordende, selbstreferenzielle, wie auch immer. Yeah, we own this bitch. Keine Ahnung, ich hatte beim Dreh eine Jeansjacke an, die ich sehr gerne anziehe. Und ganz lange waren hinten so rote Blutflecken drauf, weil nachdem das Hotelzimmer abgedreht war, Freddy und ich uns erstmal in den Arm genommen haben. Und er hatte natürlich seine Hände noch voller Blut, hatte dann hier hinten diese Abdrücke drauf. Und dann bin ich natürlich noch mit runtergelaufen. Aber wir haben in dem Moment eigentlich gar nicht, I think when we finished the film, the moment was more disbelief, right? It wasn't, it's sometimes different than when you imagine it, you know, when you plan the film and you think like, wow, when we finally did it, we're gonna explode.
But it was really kind of, it was very calm, huh? Yeah, it was very calm. Everybody was like, okay. Yeah, I already said to Laia that I watched it for 2 times. And in the cinema, both times? Yeah, yeah, cool. Both times in the cinema. When? When? Yeah, Berlinale also? Or? No, later. There was a special screening in Berlin, and I think 1.5 weeks ago there was one in Cologne. Yes. And both times when the titles came, the audience was like, you know, really silent, and you know, because I what we also talked about already is that you forget about this one take thing after a while. Yeah. I mean, of course, you go to the theater and think, wow, this is the special thing about the film, but after a while you forget it. But let me ask you anyway, how did you come up with this idea? Because it really sounds like a really, really crazy idea. It's so absolutely brainless. It's not a smart idea. It's a very stupid idea, but also very passionate and crazy and daring. I don't know. Mm-hmm. I had a feeling, you know, that some words like authentic and radical, mm-hmm. and all that, you know, all these words, I have a feeling that sometimes they're kidnapped and made into plastic, you know, to sell products. Mm-hmm. Oh, yes. But the words have no real meaning. Mm-hmm. You know, they're just to sell something. They're mm-hmm. supposedly rock and roll words, but mm-hmm. punk and all that. And so probably one of the first ideas was to take that serious. You know, what would it mean? Yeah. You know, and what would it mean to push it? And then it was, why is the idea to make a film about a bank robbery? Ich kann ja noch mal in Englisch, das machen wir noch mal wieder Deutsch, oder? Eine kleine Runde. Dass ich mich gefragt habe, warum, also wenn man jetzt beim langweiligsten Banküberfall in Berlin der letzten 10 Jahre der Fahrer gewesen wäre, dann wäre das, glaube ich, eine ziemlich aufregende Sache gewesen. Und dann habe ich mich gefragt, aber wieso ist der Gedanke darüber, einen Film zu machen, eigentlich erstmal nicht aufregend? Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass die Lücke zwischen bei so einer ganz langweiligen kleinen, also langweilig würde es nie sein, aber bei einer relativ kleinen Sache dabei zu sein mhm. und einen Film zu machen, da fängt man immer gleich an, das ist der größte Bankraub oder die meisten Goldbarren oder so. Warum ist da so eine Lücke? Und ich glaube, diese Lücke wurde geschlossen von der Idee, das Ganze in einem Take zu drehen, mhm. um wirklich das vielleicht das Gefühl. Auf der einen Seite sagt Kino immer, es geht ums Gefühl, und auf der anderen Seite wird eben genau dieser Aspekt so oft verfälscht, weil alles aufgeblasen wird und dramatisiert wird mit Close-up und diesem und jenem. Und das wollte ich irgendwie durchbrechen, dass man, warum nicht was ganz, warum kann es nicht gelingen, was Kleines wahnsinnig zu machen oder auf eine andere Art wahnsinnig zu machen, außer nur die ganze Zeit was draufzuschaufeln. Ja. Ja, so ein bisschen verquastet ausgedrückt. Man musste ja dich lange überzeugen, bei der Sache mitzumachen, weil ich kann mir vorstellen, dass man so ein Angebot ja auch nicht alle. Also ich meine, du hast wirklich für dein Alter wirklich schon in sehr, sehr vielen Filmen mitgespielt, viele Filmproduktionen mitgemacht, auch wirklich sehr interessante, sehr außergewöhnliche Filme. Das erste Mal bist du mir im Pico zum Beispiel aufgefallen, interessanter Film. Ja, auf eine andere Art ein interessanter Film, also ne, der im Jugendknast spielt nach einer wahren Begebenheit, wo du auch einer der Jungs in der Zelle spielst, einer wird dann von den anderen umgebracht. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, trotz dieser Vielzahl von Arbeiten, die du schon gemacht hast, sowas hört man nicht alle Tage. Und was denkt man da als Schauspieler? Wir saßen damals im Café und die Jungs kamen, du mit Eike, glaube ich, und haben mir von der Idee erzählt, erstmal einen Bankraub zu machen und das in einen Take zu drehen. Und ich dachte erstmal, die Jungs haben, die machen einen One-Take. Na klar, über einen richtigen Film, wie ihr macht einen One-Take, wie über 90 Minuten, was erzählt mal so ein bisschen. Und irgendwie haben die beiden mich irgendwie überzeugt direkt, dass ich gesagt habe, okay, ja, klappt sowieso nicht. Aber ich habe Bock, da mitzumachen. Und ich hatte Bock auf Sebastian, ich hatte Lust auf Bock Eike. Auf Scheitern. Nee, nicht Bock auf Scheitern, aber wenn man es nicht probiert, kann man ja nur scheitern, ne? Oder heißt der so, der Spruch? Ist man schon gescheitert.
Und dann haben wir uns getroffen, dann haben wir kurz mal gecastet, probiert so ein bisschen darüber zu reden, worum wird es in dem Film gehen, wer sind die Jungs und sowas. Und dann war das eigentlich ein normaler Prozess. Wir haben gesagt, okay, wir drehen jetzt diesen Film, wir proben 4 Wochen, wir gucken, wir haben nach Laia gesucht, wir waren in Barcelona und haben diese wunderschöne Frau, wunderbare auch noch Frau da getroffen beim Casting und waren alle sofort verliebt. Und dann sind wir es immer noch. Ja, ich wundere mich so ein bisschen, dass ihr die ganze Zeit über den Bankraub redet, weil für mich war das erstmal eine Liebesgeschichte. Ne? Auch. Ja, ja, wir werden auch viel über den Bankraub gefragt. Also, stimmt. Also, wir werden auch viel über den One-Take gefragt und trotzdem sind das beides Sachen, die sind Mittel, um eigentlich bei was anderem anzukommen. Genau, wir hatten schon ein bisschen darüber gesprochen, dass es eigentlich ein Film ist, der darum geht, dass, ne, dass es geht um eine Nacht, die das ganze Leben quasi verändert. Und da können ja eigentlich viele Sachen passieren. Und was in dieser Nacht nun mal passiert, ist, dass sich eine bestimmte Konstellation ergibt, die dann auch was mit einem Bankraub zu tun hat. So habe ich das auf jeden Fall gesehen. Natürlich ist der Bankraub sehr spannend, muss man sagen. Ist wirklich eine sehr spannende Geschichte. Aber wir beide sind auch sehr spannend. Ihr seid sehr spannend und es gibt ja eine wirklich zentrale Stelle im Film, würde ich sagen, wo ihr beide alleine spielt, die ja auf eine andere Art intensiv ist als der Bankraub. Also. Das stimmt. Ich finde es auch, also sie ist am Anfang, ist halt ein Mädel, also was wir kennenlernen und wir merken gleich, dass sie mit uns so harmoniert oder natürlich möchten wir sie erstmal auf unsere Seite ziehen, jeder möchte irgendwie zeigen, guck mal, ich bin der Coolste, guck mal, was ich kann oder zum Beispiel Boxer, wie er seine Breakdance-Moves da auspackt, jetzt zeigt er wieder seine Moves und ich glaube dann hat sie entwickelt halt Lust auf uns. Sie entwickelt, denkt so, was sind das für Typen, die mich da einfach anquatschen mit denen und sagen, komm, ich zeig dir mal unsere Welt. Mhm. Und ich glaube, dass wir uns beide irgendwie interessant finden, dass wir uns beide irgendwie, ich glaube, dass er da irgendwie was, dass es irgendwie so kitzelt zwischen uns. Und dass sie, wenn wir dann hier sind, ins Café kommen, dass es total was Magisches hat. Und ich weiß noch, wir haben diesen Film ja 3-mal gedreht und ich weiß noch ganz genau, wie das war, nachdem wir das erste Mal das gedreht haben. Es war so, oh, was ist gerade da passiert? Mhm. Man spürt es ja auch. Ja. Und es hat sich so richtig angefühlt und so schön und ich liebe die Szene auch sehr, ja. Mhm. Genau, dann erübrigt sich die Frage ja eigentlich auch, wie sich das anfühlt, den Film jetzt zu sehen. Aber wir haben auch schon über den Erfolg bei der Berlinale gesprochen. Aber lass mich noch ein paar andere Sachen sagen vielleicht. Also ich fand das sehr, man geht ja auch rein und sagt, okay, das ist ein deutscher Film. Ne, und dann ist es einfach sehr untypisch. Und eine der fürs deutsche Kino, finde ich, und einer der Tricks dabei ist natürlich diese Art von Englisch, die gesprochen wird. Ne. War das auch so ein Gedanke, den du gleich hattest, als du die Idee zum Film hattest? Die Frau kommt aus, oder das Mädchen kommt aus Spanien oder aus irgendeinem anderen Land und die müssen dann irgendwie so, oder sind das alles Sachen, auch diese Liebesgeschichte, die sich dann im Prozess des Geschichtenentwickelns zusammen, weil Laia hat das so ein bisschen beschrieben, dass ihr halt die Geschichte halt zusammen weiterentwickelt habt über Wochen und Monate. Hat sich das dann so rauskristallisiert? Das mit dem Englisch? Zum Beispiel. Naja, wie du ja gerade schon gesagt hast, also ich glaube, die Leute reagieren halt, und das ist total verständlich, erstmal auf die Hauptreize. Und die Hauptreize sind Banküberfall und One-Take. Aber genau wie du gerade schon gesagt hast, ist es, ich habe ganz oft das Gefühl, ein Film hat eine Oberfläche und so eine Unterströmung. Mhm. Und ich glaube, das, was Filme eigentlich ausmacht, ist oft die Unterströmung. Mhm. Und über die denken wir zum Teil auch gar nicht bewusst nach, aber die nehmen wir wahr. Mhm. Jetzt kann man auch darüber nachdenken, ob das nicht tatsächlich auch bei Genrefilmen das Entscheidende ist, diese Unterströmung. Ja. Und für mich ist eine der Unterströmungen von dem Film junge Leute. Also junge Leute heute in der Welt. Aha. Also wenn man sagt, Europa ist eigentlich vielleicht der reichste Flecken Erde der Welt. Und in Europa ist Deutschland ein ganz starkes, wirtschaftlich starkes, ein ganz reiches Land. Mächtig, so. Mächtiges Land.
Ja, das ist nochmal so eine politische Frage, wie mächtig irgendwie jemand ist. Aber auf jeden Fall ist es reich. Das, wie gesagt, das ist eine politische Frage. Ja. Das ist auch nicht, was für den Film interessant ist, ob wir jetzt irgendwie politisch einflussreich sind. Aber eins steht fest, wir sind reich. Mhm. Und trotzdem sehen wir junge Leute, denen, die unterprivilegiert sind. Oder, und das, dafür war es für mich wichtig, dass die Figur von Laia, dass Victoria aus Spanien kommt, weil das auch so ein Teil von Berlin ist von heute, aber auch von unserer Zeit, dass Leute, die jetzt Anfang, Mitte 20 sind, dass sie in einer ganz harten Welt leben. Mhm. Frederik, du bist in Berlin geboren. Weißt du, was ich damit meinte? Ja, natürlich. Ich lasse es erstmal sagen. Das ist so, daher, und deswegen ist das Englisch nicht so eine, das ist nicht so konzeptionell, ach, das wäre doch jetzt irgendwie mal cool, sondern es hat wirklich, das hat was, das ist eben das auch transzendiert, dass es hier nicht nur, es geht eben nicht nur um so ein paar coole Jungs auf der Berliner Straße, die so ein paar Sprüche machen, sondern es geht so ein bisschen darüber hinaus, ohne dass es jetzt zu exemplarisch oder dogmatisch oder so sein soll. Weißt du? Aber das ist natürlich eine Unterströmung und die ist auch für den Film viel wichtiger. Mhm. Genauso ist für mich die, würde ich jetzt auch wieder so eine Unterströmung nennen, wie genau alle miteinander umgehen, also wie letztendlich, wie fein getuned die Psychologie der Figuren ist. Und das ist aber was man natürlich viel schwieriger direkt benennen kann als One-Take. Für mich aber viel entscheidender letztendlich als der One-Take. Okay, was daran anschließt, was man vielleicht sagen kann, der Eindruck als Zuschauer ist, dass natürlich bricht das so ein bisschen auf, so eine Oberfläche zwischen den Figuren, zwischen den einzelnen Charakteren. Und sie erzählen sich ja dann auch teilweise wichtige Dinge, also aus ihrem Leben. Aber trotzdem gibt es noch viele Sachen, die unausgesprochen sind und die sich, spürbar sind. Ja, die sich in ihren Handlungen ausdrücken und die man eigentlich dann, wenn der Film Eindruck hinterlassen hat, bei einem dann weiterdenkt. Ja, und dann schälen sich natürlich so Biografien raus, die in diese Richtung gehen. Kann ich dann sagen, dass das als Zuschauer dann auch so funktioniert, wenn du das beabsichtigt hast. Ne? So ein, Das sehe ich auf jeden Fall auch. Ja, und die wichtigen Sachen sind eben oft die unausgesprochenen. Also das ist die, dass man wirklich so ein Gefühl zu dem hat, was da passiert. Und nicht nur die Information letztendlich. Wie geht's denn eigentlich dem Kameramann mit seinem One-Take? Mit seinem One-Take-Interview? Ist es noch ein One-Take, Obi? Du müsst jetzt vielleicht mal die Lücken ansprechen. Nach 12 Kampfminuten geht die Kamera aus, da haben wir kurze Lücken. Wie so, bitte? Die müssen wir jetzt wieder aufhören. Was hast du dir die gemerkt, also dass wir das dann noch machen? Damit die Leute verstehen, warum ich dann schwarz mache. Du bist ja verkabelt. Soll ich das sagen? Nee. Also ich habe es jetzt nicht gehört. Sorry, was soll jemand sagen? Dass alle 12 Minuten ein schwarzer Frame erscheint, weil die Chipkarte dieser kleinen handlichen Kamera nicht mehr am Stück aufzeichnen kann. Und tauschst du die dann aus, oder? Die Chipkarte? Nee, ich drück nur noch mal auf. Ach, du musst praktisch nochmal draufdrücken. Alles klar. Cool, dass wir eine andere hatten. Irgendwie so schwer nach hinten losgegangen. Ach, Gott sei Dank, Stühler kannte sich aus mit dem technischen Equipment. Aber ich wollte Frederik fragen, also auch ein bisschen daran anknüpfend, dass du bist ja in Berlin geboren. Ist dir das entgegengekommen, also diese Rolle dieses echten Berliners zu spielen? Oder, also, Stichwort Authentizität, ist das halt eine bestimmte Art von Type, die da porträtiert wird? Oder ja, ich nenne sie immer so, du nennst so Straßenköter und ich liebe Straßenköter. Es sind halt aber auch, es sind so wie, ich wurde auch schon mal zum Beispiel in Thailand von so einem Straßenköter gebissen. Da denkst du, vielleicht hast du jetzt Tetanus, aber hatte ich nicht. Verstehst du? Verstehe. Und natürlich kommt es mir irgendwie zugute, dass das Schöne ist, ich liebe immer Filme, wo man nicht lügt. Also so auch als Schauspieler. Wenn man sich selbst entdeckt, dass man gerade etwas erzählt, wovon man gar keine Ahnung hat, ist es ganz peinlich so. Und da muss man entweder so viel Recherche betreiben, dass man nicht lügt. Das kann man machen oder man lügt einfach. Und ich glaube, das ist mir dann zugute gekommen. Und aber natürlich, ich glaube, es gibt viele solche Leute, die kenne ich auch, also die irgendwie, die auch gerne mal auf der Bank rumsitzen
statt irgendwie jetzt in eine Bar zu gehen, weil da das Bier billiger ist und es total nett ist, weil jetzt wie bei uns quasi, wir sind vier Freunde und wir sind Familie und wir brauchen nicht mehr. Wir freuen uns über sie natürlich, die jetzt so dazugekommen ist, weil es so eine Veränderung hat. Und natürlich hat es dann auch sowas, manchmal sitzt du vielleicht auch da über eine Stunde und keiner sagt was. Mhm. Aber das ist ja auch schön. Das ist schön, aber es hat auch einen melancholischen Unterton, ja, oder? Aber ist doch, ja, weil man so eine, ist man ist ja so eine, so auch so eine, also ich finde, da würde ich jetzt nochmal auf dich zu sprechen kommen. Also ich habe Absolute Giganten vorher auch schon ein paar Mal gesehen, aber ich habe ihn mir jetzt nochmal angeguckt. Und fand ich ihn noch gut? Vor allem sind mir Parallelen aufgefallen. Zwischen Absolute Giganten, das ist, kann man ja nochmal sagen, 15, 16 Jahre her. 17. Ne? Okay, 17. So lange. Da gab es halt, und das hatte ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm, Szenen halt da, wo die Figur von Julia Hummer zum Beispiel in einem Club tanzt. Und ich finde, das berührt so ein bisschen, was du eben selber gesagt hast, weil, was mir aufgefallen ist, was ich total irre fand, man guckt den Film und es gibt keine Computer. Das wird mit Schreibmaschinen getippt. Es gibt noch D-Mark und all den anderen Spökes. Ja, ja, so. Ja, ja. Aber die Grundthemen, also diese Gemeinschaft, ne? Also auch diese Stilisierung von den Figuren, es ist ja nicht nur eine authentische Abbildung von irgendwas. Das sind ja auch Kunstfiguren. Ne? Ja, aber authentisch heißt ja nicht unbedingt realistisch oder dokumentarisch, sondern authentisch hat ja auch so diesen Aspekt von wahr. Ja, das kapiere ich. Und weißt du, manchmal braucht die Wahrheit auch so. Diese Strukturierung. Aber du hast total recht und das ist so lustig, weil ich in letzter Zeit schon mal gedacht habe, ich war jetzt 17 Jahre lang der Regisseur von Absolute Giganten und vielleicht besteht jetzt die Chance, dass ich demnächst der Regisseur von Victoria bin. Oder des One-Take-Films mit dem Bankraub. Genau, dieser eine Film da, dieser Victor, Ricky Berlin, wie hieß der? Nein, aber du hast natürlich total recht und als ich mir das klar geworden ist mit Absolute Giganten, habe ich auch gedacht, damn, also drei Jungs, ein Mädel, eine Nacht. Die Tanzszenen, der Club. Tanzszene. Und das ist ja das Verrückte, abgefahren, fand ich. Der Club Hans hat... Hans Albers, den Hitler. Der war faul. Das Gefährliche, Hitler oder Godzilla. Genau. Nein, aber zum Beispiel, der Club hat sich ja am wenigsten geändert. Ne? Der Club ist ein Club, ist ein Club. So, und drumherum, und das ist ja auch so eine Art von... wie sagt man, so ein Schutzraum, ne? Wo man hingeht. Das ist Subkultur, das macht halt Subkultur aus. So. Und da hat sich gar nicht so viel verändert, aber drumherum diese ganzen Veränderungen. Und das hat mich dann wiederum sehr, da hatte ich eine kleine Gänsehaut. Also als ich diese Filme dann so... Ja, das verstehe ich. Und das sind dann, würde ich denken, als Zuschauer eben deine Themen, die bleiben halt. Ne? Und das ist das, was dich halt umtreibt. Das ist so. Wahrscheinlich auch das, was ich vorhin meinte mit so so einer Art Unterströmung, dass manchmal so Sachen hochkommen auch, die sind vorbewusst. Da setzt man sich nicht hin und sagt, jetzt bin ich mal schlau und dies und das, sondern dann manche Sachen passieren einfach. Weißt du, mit einmal erzähle ich wieder eine Geschichte von Freunden und einer Frau und einer Nacht und denke, ja, jetzt habe ich nochmal eine Platte aufgenommen mit einer ähnlichen Instrumentalisierung und trotzdem ist es eine ganz andere Musik und trotzdem ist es irgendwie so eine Platte. Weil das denke ich manchmal. Ich denke manchmal bei Victoria so, dass Victoria halt, wenn ich ein Musiker wäre oder wenn ich, ja, dann wäre das... Das ist halt nochmal wieder so eine Platte geworden, wo ich denke, ja, die gehört genau jetzt hierhin. Genau in diese Zeit, genau ich, genau die Art von Musik, wo ich denke, ja, die will ich machen. Also. Da scheinen ja viele andere auch so zu sehen. Also wenn man das sieht, wie der Film auf der Berlinale angekommen ist. Und, ne, das ist das Erstaunliche, weil natürlich waren wir nicht doof und natürlich wussten wir, was wir machen, wenn wir diesen One-Take probieren. Aber trotzdem war im Prozess des Machens, ging es immer einfach nur um uns. Also was macht für uns Sinn, was macht uns Bock, was ist irgendwie so, I was just saying, when we did the film, of course we knew we were smart, there was an aspect of we do something that hasn't been done like this before, but in the process of making, it was always us, what do we like, what makes sense for us, what do we find funny, there was no wider speculation about audiences, you know, it was what we wanted to do as direct and as straight as possible.
You know, that was also the beauty of producing it, because I'm not saying that the producers I worked with, I was always very lucky, but it's a different, no, it's true. I was always to do what I wanted to do as a director. Mm-hmm. But in this case, it was really a feeling like we're on our own. There are no bosses. Mm-hmm. You know, it was just us. We can do whatever we want to do, mm-hmm. just as long as it makes sense for us. Mm-hmm. I think we have to go up on the roof. Yeah, let's go to right? our prime Yeah, because the 12 whoa, minutes whoa, are whoa, whoa, whoa. The 12 minutes are over again. Und Batterie auch noch. Come on. Mann, come on. Ich hab dich gefragt. Okay, 3, 2, 1, ihr müsst jetzt alle eure Position halten. Da seht ihr mal, was wir da rausgehauen haben. Wir haben, we talked too long. Mindestens schon eine Stunde. It's finished, right? Yeah, we emptied the battery. But there's still a surprise. Dann kann ich jetzt noch mal eine Frage beantworten. Womit hast du das gedreht? Mit der Canon? 5D? Did you like the music? Yeah, zumindest a lot. It's very important, I think. I think music in films is very important. Mm-hmm. And I think in this film the music is amazing. I really like it. Combined with this emotional scene, you know, the outburst at the end, yes. and then the score with it. That's, yeah, that's a really deep experience. Yes. Yeah. We have to talk about the music also. Yeah. Wie lange haben wir schon? Eine Stunde? Ja. Wir schneiden da nichts, ne? Es wird eine Stunde. Das, schon das können wir sowieso sagen, was wir machen. Ja, ich finde, jetzt müssen wir mal richtig versaute, doofe Sachen erzählen, um zu überprüfen, ob Leute den Film überhaupt zu Ende gucken oder nicht schon ihre Posts unten schreiben, weil sie mal gerade die ersten 3 Minuten geguckt haben. Wir müssen jetzt mal alle kurz unseren nackten Arsch zeigen und gucken, ob jemand was darüber schreibt. Der Film ist eine Stunde lang, Kami, das ist für dich. Das ist aber auch eine andere Analogie, die ich noch. Yeah? Ich will jetzt auch absolute Beginner nicht zu sehr bemühen. Ich versuche mich. Das wäre ja auch nochmal eine gute Einleitung. Über die Band haben wir noch gar nicht gesprochen. Aber ich habe da nochmal festgestellt, dass die Musik, jetzt kannst du mich gerne verbessern, weil ich kann das ja auch sagen, als bei der zweiten Victoria-Vorführung hat einer gesagt, ja, die Musik, die passt nicht richtig dazu. Ja? Und dann, ich habe nur. Irgendwelche Leute sagen immer irgendwas. Ich habe aber gedacht, sie macht einen bestimmten Rhythmus aus und vor allem ist sie halt auch ein Ausdruck dieser Melancholie, ja, auch zum Beispiel, die in dem Film drin steckt. Und das fand ich auch sehr ähnlich bei Absolute Beginner, weil da war der Score, nicht der Soundtrack. Nennen wir ihn mal beim klassischen Namen. Absolute Giganten, Entschuldigung. Ich bin zu sehr Musikjournalist. Absolute Giganten. Da funktioniert es so ähnlich mit dem Score. Dass er auch so zu der wilden Handlung diesen melancholischen Unterton. Wahrscheinlich, ja. Aber wie bist du auf Nils Frahm gekommen? Wurde mir ehrlich gesagt vorgeschlagen von jemandem, den ich sehr schätze, der mir schon bei meinem letzten Film mit der Musik geholfen hat und der mir geschrieben hat. Es war ehrlich gesagt einer der ersten, der ist für die englischen Wyndham Wallace, an dieser Stelle sei er voller Dank genannt, ist Autor, Schriftsteller, Musiklabelgründer und hat unter anderem für Filme bei mir englische Untertitel gemacht. Mhm. Und der hat den Film deswegen ganz früh gesehen. Ich glaube, Wyndham war einer der ersten, der vollkommen wegen Victoria ausgeflippt ist und gesagt hat, was für ein Hammerfilm das ist und dass er gesagt hat, ich weiß genau, welche Musik du benutzen musst. Aha. Und das ist normalerweise so, wie wenn dir jemand sagt, ich weiß genau, welche Frau du kennenlernen musst. Und dann trifft man die und dann denkt man, ja, das ist auch irgendwie eine tolle Frau und die mag ich auch irgendwie gerne, aber das klickt dann meist doch nicht so. Mhm. Und da war es halt wirklich so, hier muss ich mal ganz kurz Hallo sagen. Guten Tag! Guten Tag! Hallo! Freut mich sehr. Ja. Ich habe schon gehört, es sind noch ein paar Karten bestellt worden. Ja, komm. Wir haben noch keine gekriegt für Das ist ja noch nicht. Film. Ja, aber der läuft ja erst am Anfang Juni. Ja, das ist ja scheißegal, Sie wissen ja meine Adresse hier, die 23a. Genau. Ja, alles gut, machen wir's. Hallo, eine ganz Wolfgang. Wichtige Hi. Person. Hi. Dann gehen wir nochmal hoch, oder? Lob und Tal. Also wir müssen das, maybe we can explain it, oder wir erklären das nochmal auf Deutsch kurz, dass die Filmhandlung... bevor Sonne und Victoria im
Kaffee landen. Ja. Sind alle zusammen auf diesem Dach. Also genau. Ist halt so der Abhängenort, der Zufluchtsort, ja, irgendwie der Jungs. Und ihr seid da aufgewachsen, genau. Seid ihr Babys? Seitdem wir Babys waren. Seid ihr Babys? So, wir sind übereinander geklettert. Ich glaube, und ihr müsst jetzt mal einfach, wir kommen danach. Und wie? Wie? Wer kommt jetzt nach? Okay, wir gehen jetzt ohne zu reden in den Fahrstuhl. It's not allowed in Germany. It's not allowed. Vor allem, it doesn't work. Wer kennt sich aus? Frederik? Carmen? Carmen kennt sich auch schon aus. Stimmt, das ist, hast du gut mitgedacht. Ja, ja, komm mit mir. Okay. Go with us. Kamera kommt am besten auch noch mit, oder? Obi, zwäng dich rein. Ja? Ja? Ja, komm, komm mit uns. So, you want to go to heaven or hell? Okay, wie seid ihr auf diesen Drehort gekommen? Auf den Fahrstuhl? Nee, auf das Dach. Auf das Dach sind wir gekommen, indem wir den Fahrstuhl genommen haben. Ich bin gelaufen. Stimmt, Freddy ist gelaufen. Ja, das kann ich jetzt nicht mehr so genau rekonstruieren. Man kommt ja nicht so auf einzelne Sachen, sondern es ist ja so ein Fluss von Gedanken und man hat ja sowieso die ganze Zeit ganz viele Ideen. Und die Frage ist eher, welche Ideen sind gut und welche bleiben. Mhm. Und das war eine von denen, die geblieben sind. Also, und im Prinzip wollten wir auch, dass die sich noch, wir wussten, dass die sich noch mehr kennenlernen müssen. Mhm. Also wir wussten, dass in dem Moment, wo Freddy und Laia, also Sonne und Victoria, vorm Café ankommen, dass man da das Gefühl haben muss, die haben einen richtigen Abend schon zusammen verbracht. Ja. Aber da passiert ja auch noch was auf dem Dach. Also zwischen Sonne und Victoria. The key. Now that's what I call my own private roof. Ich habe Höhenangst. Ja, das ist nicht der Ort dafür. Wobei man ja sagt, dass ich habe auch Höhenangst. Und ich sagte, dann guck nicht da runter. I suffer from Vertigo. Aber hier, weißt du, was nämlich das Schlimme an Vertigo ist? Dass ich habe es nämlich auch ein bisschen, die Angst, dass man so doll Angst hat, dass man einfach runterspringt, damit es vorbei ist. Das ist die Angst. Das ist die Angst, ist die Angst. Das ist die Angst, ja, zu springen. Aber ja, das ist auch eine, it's a very important scene between the two of you, I think. We can go where we really went, yes. It's more safe. Okay. Okay. Safe is good. Naja, weil safe da... Safe is good. Hier because ist this ja is really scary. Oh my God. Oh. Weil hier ist es ja safe, deswegen kann ich es mal ganz kurz so tun, als wenn ich so ein ganz derber Typ wäre. Weil hier sind ja Balkone. Ah, okay. Verrate nicht alles. Ja. It's scary. Ach, das ist immer noch zu hoch für dich, dann hast du wirklich Vertigo, Alter. Yeah, but this is a scene where I told Laia that you always have the feeling that Victoria is a very strong person. You must not be afraid for her. That something terrible might happen this night, and she shows Sonne just how, you know, how strong she is, yeah. And he's like, he's really careful, yeah. And he tries to be strong, and this is a very subtle scene, isn't it? Yeah, it is. I sag ja zu ihr, dass ich gucke, I can do it too. I'm not scared too. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, da wird so ein bisschen so. Ein Vertrauen geschaffen auch. Ne? Und ja. Gute Szene, ne? Darf er die Jacke gar nicht? Szene. Aber wegen dem Mikro. Aber ich muss zwischen euch kommen. Ich muss jetzt aber trotzdem noch mal dich fragen. Während dieses Drehs an einer Stelle, hast du an irgendeiner Stelle wirklich, zum Beispiel hier oben auf dem Dach, irgendwie wirklich mal Angst gehabt, dass das Ganze doch nicht durchlaufen könnte in diesem einen Take, an diesem einen Abend? Das Problem ist tatsächlich, wir mussten das ja alles irgendwie so lernen, weil es ja keinen Referenzfilm gab.
Und eine Sache, die wir gelernt haben, dass das Problem tatsächlich gar nicht das Durchlaufen ist. Weil wir haben den Film ja dreimal gedreht. Wir haben ja 3 One-Takes gedreht und wir waren ja auch gewillt zu schneiden. Also wenn wir jetzt gesagt hätten, okay, bei dem einen Take ist der Anfang super, bei dem anderen, dann hätten wir gesagt, das ist ein Film, der hat 3 Takes. Da haben wir 3 komplette Takes gedreht und jetzt haben wir halt mal 3-mal geschnitten. Also das ist ein Film, der hat 3 Schnitte, wollte ich sagen. Und deswegen haben wir haben eine der Sachen, die wir schnell gemerkt haben, dass es durchläuft, ist nicht das Problem, sondern dass das wirklich ein emotionaler, konzentrierter Kinofilm ist. Das ist die Herausforderung. Und das mussten wir im Verlauf dieser 3 Takes auch lernen. Deswegen, es war weniger darum, oh, jetzt geht was in die Hose. Zum Beispiel beim ersten Take war das Problem, dass alle so ein bisschen auf sicher gespielt haben und nicht genug Risiko, nicht genug in die Emotionalität gegangen sind. Gerade weil dachten, oh, ich will nicht, der den Fehler macht. Aber Fehler sind ja, das, sind ja ganz wichtig. Frederik, was war denn das Schwierigste wirklich als Schauspieler dabei, bei dieser Art zu arbeiten? Was würdest du sagen? Für dich persönlich. Und was war das Coolste daran? Das Ding ist, dass du, ich sag das so oft, aber es ist wirklich so, du denkst, also währenddessen du die Treppe runtergehst, quasi in die Clubszene, so wie für uns der Film quasi anfängt, da hörst du auf zu denken. Du denkst nicht mehr. Es gibt nur einen Moment, wo wir kurz mit dem Auto weg sind, sonst sind wir die ganze Zeit dabei. Du hast gar keine Chance zu denken oder dir Sorgen zu machen. Wenn du nämlich, wenn du die Sorgen machst, verlierst du. Und was ganz wichtig war, dass Sebastian uns halt gesagt hat, ey, macht Fehler, habt Spaß, seid Sonne, seid Victoria, macht, seid in der Rolle und habt jetzt genießt diesen Abend. Und so war das. Und ich glaube, das Einzige, wo man sich irgendwie hätte konzentrieren müssen oder sich konzentriert hat, waren solche Sachen, wo dass du die Tür auflässt für Stola und dann Kameramann, dass er mit in das Auto reinkommt, weil sonst ist der Film halt verkackt. wenn du die zumachst. Ist so. Und das sind so ein paar Sachen. Aber sonst, ich glaube, man darf keine Angst haben. Und ich glaube, die hatten wir auch nicht. Und ich weiß nicht, also was schwierig war. Also ich kann nicht immer nicht über Schwierigkeiten reden. Ich fand es schön einfach, weißt du? Ja, und die Schwierigkeiten letztendlich sind, wie ich gerade schon versucht habe zu sagen, die Schwierigkeiten sind ganz andere, als man annimmt. Man denkt, man muss die ganze Zeit drüber nachdenken, dass nichts in die Hose geht. Aber das ist tatsächlich nur die erste Stufe. Genau was Freddy gesagt hat. Worum es eigentlich geht, ist lieber mit fliegenden Fahnen unterzugehen, als irgendwie so, weil kein Mensch kommt aus dem Kino und sagt, Mensch, die haben mal echt wenig Fehler gemacht. Das ist mein Lieblingsfilm, der hat am wenigsten Fehler gemacht. Ja, aber man denkt es halt manchmal so. Ne? Natürlich, das ist, die Frage ist total gerechtfertigt, weil man halt, wir reden beim Filmemachen dauernd über Fehler und wir reden dauernd über Fehlervermeidung. Aber das ist eben auch die große Krux vom Kino, weil nämlich damit manche Fehler sind ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, auch das, weswegen dieses Filmemachen so neurotisch ist auf eine bestimmte Art und Weise. Weil du im Endeffekt, wenn du immer, du musst halt entscheiden, welche Fehler sind wichtig für den Film und welche Fehler sind nicht gut für den Film. Und dem sind wir so ein bisschen, da sind wir so unserem Schatten entkommen, weil wir einfach reingesprungen sind in diesen eiskalten Fluss und ganz auf Intuition und Reaktion und Reflex und so gesetzt haben. Und deswegen gehören die Fehler, also das, was passiert ist, das, was auf die 1 gelandet ist, was knapp daneben gelandet ist, ich nenne das so ein bisschen wahrscheinlich so ein Schnappschussprinzip. Ja. Dass man fährt so in Urlaub und macht ganz viele Bilder und ein ganz komischer Schnappschuss ist ganz oft am Ende des Urlaubs das Bild, was am wichtigsten ist. Und das ist aber nicht das, was geplant ist. So ein Zufallsding. Oder wo die Kamera vielleicht ausgelöst hat, weil du geguckt hast, ob der Film schon drin ist oder ob die schon an ist oder so. Mit einmal sitzen deine Kumpels oder deine Freunde da hinten rum und du denkst später zu Hause, wow, das ist eigentlich das geilste Bild aus diesem Urlaub. Und auf dieses Prinzip haben wir ganz doll gesetzt, glaube ich. Weil diese ganzen Dialoge, die Jungs sprechen, das hätte ich niemals schreiben können. Das hätte auch jemand anders nicht schreiben können. Ganz viele von den Dingen, die passieren, auch einige von den Bildern, die passieren, das wäre mit einer Planung so gar nicht möglich. Das passiert ja alles aus Versehen. Ne? Also es ist ja nicht so, auch die Dialoge waren teilweise, wussten, okay, dann passiert das, das hatten wir schon mal, das ist vielleicht eine ganz gute Situation. Aber eigentlich ist es halt ganz viel so passiert. Hazelnut-Kernels.
An die muss ich öfter mal denken, ja, an die Hazelnut Kernels. Das ist aber spannend, dass du das sagst, weil das ist tatsächlich auch so ein paar von denen, was habe ich vorhin noch mal gedacht, dass so, ey ihr blöden Arschlöcher, ey Boxer du blöder Wichser, lass ihn mal fahren, du hast eh keinen Führerschein. Ich meine, wer soll das denn schreiben, dass jemand die ganze Zeit seine Freunde als blöde Wichser oder blöde Arschlöcher bezeichnet, aber man genau merkt, dass es eigentlich bedeutet, ich liebe euch. Mhm. Ja, da gibt es ja auch diesen Satz, wo ich zu ihm unten in der Garage sage, so, ich hasse dich. Und das ist ja eigentlich die Liebeserklärung. Das ist ja eigentlich so. Ey, wir sind auf dem Zebrastreifen, wir können machen, was wir wollen. What? ist das vielleicht auch, das kam jedenfalls auch in den Sinn, manche Filme haben so einen, transportieren so einen traurigen Triumph. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Also 8 Mile zum Beispiel von Eminem oder so. Da ist am Ende, ist es ein Triumph, aber so ein Triumph hat auch immer was Trauriges. Also sowas auf jeden Fall nicht. Man will ihn nicht so bis zum Letzten, man kann ihn nicht bis zum Letzten auskosten, so, weil er immer irgendwie einen Haken hat. Aber da dachte ich, kommen Form und Inhalt so ein bisschen zusammen. Ja? Dass man die Angst besiegt, dass man eine bestimmte Schwelle überschreitet und dass man so einen kleinen Triumph zusammen feiert. Das Ensemble. Meinst du jetzt wir, die wir den Film gemacht haben? Da treffen sich Form und Inhalt. Das war so meine Vermutung oder das ist meine Lesart. Ja? Dass man zusammen das schafft als Team, als Ensemble, aber dass es auch die Figuren so erleben. Ja, das ist auf jeden Fall so. Also, dass das ein Thema des Films einfach ist, das jetzt nicht ausgesprochen. Ja, also ich glaube, man kann das so übertragen. It's Victoria's triumph. Yeah, it is. No, because it's your triumph. He was just asking how parallel is what's happening in the movie to how we did it. And I think the best way for me that I can answer it is that it is a bank robbery. You know, it's so much risk, mm-hmm. and it's so close to catastrophe what we did. And of course now we sit here on the roof and everybody's interested to talk about the film. But honestly, when we did it, we were flirting with disaster. Mm-hmm. It was very, very close. It could have gone wrong, mm-hmm. you know, and we were aware of that. And it did go wrong. It's not like every time we shot it and every time we turned on the camera, it was like, oh, it's gold. We're going to be famous. A lot of times it was very frustrating and mm-hmm. it was very sobering. You know, and I think so. This film has a lot of the dynamics of a bank robbery. Mm-hmm. You know, it's the night, and we were like, we knew at 4:20 we go. So you feel like you robbed the bank? Now? Yeah. A little bit. Yeah. I mean, Victoria's working for what is it? 4 euros per hour? Yeah. That's really that's really disgusting. So. Yeah. Of course, if but you only real, get four. A lot of people work for 4 euros or less. That's the real. Yeah, probably, and maybe probably more in Spain than here. I think here too. Here too, huh? Yeah, you're right. I think everywhere you can find that kind of. No, you're right. Jobs. Yeah, absolutely. I think maybe at one point or the other, everyone thinks about robbing a bank. Yeah, I think that's a fantasy everyone has. Yeah, because you want to stop the bullshit. Yeah, and you want to say right now, motherfucker, give me. I can't wait anymore. You know, I think it's almost like you want to take part in a secret party. Like, when can I finally join this party? Mm-hmm. Because I see it everywhere, but it's never in my life. So when will I finally be of those people that live their lives? No, it's true. I think that's for all of us, you know. I think for all of us, it's waiting is a big thing in our lives, you know, waiting for it finally next year, next week, hopefully someday, someday it will be different. I think also to take a toy gun, because most bank robbers don't have real guns, mm-hmm. you know, it's too illegal. It's a little more legal to do it with a toy gun, you know, and they say, stop, I want it now. One of my favorite films of all times is Butch Cassidy and the Sundance Kid, and they rob banks all the time. Yeah. Right, that's true, that's a good, and then they rob a bank in Mexico, and they have the little paper where they read, yes. you know, but because arriba. They, and then they say, this is a robbery, and then, esto es un robo. Yeah, and then they say,
hold up your hands. And they already did it. After they say, this is a robbery, everybody puts up their hands and then they go down by the list. Yes. Excellent, isn't it? Yeah. Yeah. Okay, we talked a lot, and I still have a little surprise for Laia, because I told her that I found this thing, you know. Oh, great. I found it. I came from Cologne. I found it on my way, and really, wow. And I think I found the essence of the film in it, and I just wanted to show her. Okay. I think at one point of the film there are about 50,000 euros in it. Yep. I don't remember. We don't want to spoil. I don't remember it exactly. But I found something else and I wanted to give it to you. And thank you very much for the interview, for this special, very special interview. And oh, yeah. Cookie! It's from the cafe. I think I prefer the money. Fair enough. But it's okay. Fair enough. Thanks. Dankeschön. Obi. As far as I could get, but you went on.